Moin, First Lustig hier zurück für Kuon, der siebte Teil. Was ich jetzt übrigens sofort nach dem sechsten Teil aufnehme, denn ich habe einen Lauf und ich gebe Gas. Da sind wir wieder im Tempel mit unserer Klinge ausgerüstet. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Winterblade. Die ist nicht nur super cool, wie der Name schon sagt, sondern macht hier auch noch durch den Nebel und so. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Main Hall. Oh, Kinder. Na, Kinder. Na toll. Ach, diese Kinder. Buddhist Images. The door is opened. Die Tür ist geöffnet. Peter, Paul und Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Marie sitzen im Kittchen. Rein da. So, was ist hier los? Keiner da. Schwesterherz, hier ist doch ein Buddha. Ob ich dem einfach mal die Tafel in die Hand drücken kann? Oder das Medizinfass, ja. Oh oh. Das riecht nach Ärger. Na toll. Ist hier vielleicht sonst noch irgendwas Nützliches vielleicht? Was sind denn das hier für? Schöne Lampen, da ist doch was. Ja, noch ein paar Spinnen. Und mein Controller vibriert ganz komisch. Ob das so soll? Das tut er ja sonst nur, wenn irgendwas ist. Da noch mal gucken. Mit 15 ausgezeichneten Spinnen ausgerüstet. Ja, ja. Komm. Nicht du schon wieder. Stirb. So ein Arschloch. War der das jetzt? Mal gucken. Es vibriert aber immer noch. Kann ich dem auch was geben? Eher nicht. Hätte ich dem das vielleicht vorher geben sollen, wäre dann irgendwas Tolles passiert. Ja, vielleicht auch was Schlimmes. Aber viel schlimmer als hier. Kurz meditieren. Da irgendwas. Wischer. Sacred Cloth Mars. Okay. Und unsere Schwester läuft einfach an uns vorbei. Ohne auch nur einen Ton zu sagen. Eine Frechheit.
Es vibriert schon wieder. Ihr könnt bestimmt den Herzschlag hören. Gleich geht's nämlich wieder los. Und so, Silkworm Journal 3. I ran into the elder priest when I went to the shrine to get some mulberry leaves. Was ist denn eigentlich Mulberry? Keine Ahnung. These are normal silkworms, unlike those found at the shrine. The elder priest went there, but Miyoshimaru said he saw the twins. I didn't see them, but I know he wouldn't lie. Twins. Elixier, das werden wir wohl brauchen. Das ist ja rätselhaft. Friss Spinnenschwein. Dann nehmen wir doch noch mal lieber die Fury Arrows. Oh. Das ist aber nicht gut. Irgendwie wurde ich hier gerade schwerst verletzt. Gut. Mit dem Eisgerät nachstechen. Hilft mir aber auch nichts. Wir können mal eben meditieren. Ja, das finde ich jetzt komisch. Das finde ich alles sehr, sehr komisch. Da sind doch irgendwelche Spikes. Aber die kann ich nicht aufnehmen. Ein Fluss aus Blut. Hier geht's auch nicht weiter. Und hier auch nicht. Das finde ich ja alles sehr, sehr merkwürdig. Was nun?
Ja, das ist ja schon wieder alles. Ah, okay. Jetzt passiert was. Das wäre ihr Preis gewesen. You need it again, don't you? Und wieder einmal klärt sich alles von selbst auf. Und meditieren bringt irgendwie auch nichts mehr. Ich glaube, ich werde sicherheitshalber nochmal speichern. Mal sehen, wie viele Dinger habe ich denn noch? 4. Ja, besser ist. Ja, gut, dass ich gerade gespeichert habe. Denn ich bin doch glatt gerade nochmal gestorben. Aber jetzt habe ich einen Plan. Ich werde erstmal eine Falle gleich aufstellen. Vielleicht. Ah, ich werde auch noch ein paar flammende Pfeile einsetzen. Naja. Bam da. Oh nein! Aber nicht so schnell! Komm her! Oh nein! Wie? Wieso wird er nicht reingezogen? Stirb! Ich glaube, die Winterblade hat so ein bisschen mehr Reichweite. Ja. Komm du mir nach Hause. Du Arsch. So ein riesen Arsch. Immer noch keine Karte. Thank you.
Sichel. Warum kann man die benutzen? Wenn ich jetzt gewusst hätte, was Futile heißt. Nee, kann ich nicht. Habe ich mir schon gedacht. Ist irgendwas mit, ist nicht als Waffe zu gebrauchen. Ja. Ja. Geht's hier noch weiter? Ja, geht es. Sieht auch nach dem Weg aus, den man gehen muss. Also gehe ich erstmal hier lang. Jawohl, ja. Jetzt hier. Summon Card Raiko creates the body exudes the order of Elash. Klingt hart. Naja, sparen wir uns erstmal auf. Man weiß ja nie. Ah, hier muss ich bestimmt die Sichel benutzen. Vorhersehbar.